Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Letzte Folge ist schon etwas länger her. Aber jetzt gehe ich erstmal hier zu Cosmas Eltern. Oder Großeltern. Großvater Sofas, Großmutter Yola. Ich habe euch so vermisst. Oh Cosma, gut, dass du hier bist. Wir haben uns Sorgen gemacht. Erst heißt es, du kommst und dann kommst du einfach nicht. Schön, dass du endlich da bist, aber sag, wo hast du dich nur herumgetrieben? Großvater, es war schrecklich. Auf dem Weg hierher haben mich so komische Typen entführt. Dann hat mir nicht geholfen, er kam ganz zufällig vorbei. Das ist ja danke, dass du unserer Enkelin geholfen hast. Aber wieso sollte jemand unserer Cosma schaden wollen? Ich denke, das war, weil ich dieses letzte Mal Pokémon gesehen habe. Genau, Krypto-Pokémon. Echte Kampfmaschinen, die an einer dunklen Aura umgeben sind. Krypto-Pokémon, was ist denn das schon wieder für ein... Das sind, naja... Hilfe, es gibt Ärger im Wald. Es ist schrecklich, Fremde im heiligen Wald. Was sind das für Kerle? Was fällt ihnen ein? Die haben mich einfach weggestoßen. Hört mal, reden können wir später, ich muss los. Jetzt muss ich wahrscheinlich hinterher. Das Problem ist, ich weiß nicht, wohin. Hier hinter? Oh. Ja, okay. Weiter geht's. Ach, mein Team könnte ich mal angucken. Sarah, Sienna, Loblatt, Mantax, Noctua. Items, habe ich noch Pokebälle? Achso, ich werde übrigens nicht alle Pokémon fangen. Hab ich keine Lust. Was? Schon wieder? Stirnfriede? Der Kreis eben hat mich nur geschafft, weil ich unvorsichtig war. Aber euch mache ich es nicht so einfach. Gut zu wissen. Kanivana und Seemobs. Sehr interessante Kombi. Abyss. Seemobs und Konfus. Ach, ich habe jetzt Psystrahl. Oder Psystrahl eigentlich. So, das müsste reichen. Hat's auch. Surfer könnte gefährlich werden, aber eher weniger. Geht für Psyana schon. Geht Sternschauer eigentlich ja auch auf beide? Keine Ahnung. Ich schläft Psyana, habe ich irgendwas verpasst? Das ist der Nachteil im Speed, man kriegt nie mit, was da irgendwie passiert. Ich dachte erst schon wieder den Mauszeiger aus dem Video, aber ich hab den ausgeblendet. Wieso sind die Leute in diesem Tief, genau, diesem Dorf nur so stark? Nächster Typ. Halt, hier kommt ihr nicht durch. Krypto-Knecht. Wie sind die schon immer so? Konfu-Strahl auf Knilz und... Ach nein, nicht Konfu-Strahl. Ist Finte eigentlich besser? Ups, die Strahlen. Reicht leider nicht. Wäre zu schön gewesen. Ich frage mich, ob das Spiel noch lange geht. Ich habe es ja noch nie gespielt. So, hoffentlich war es das. Konnte Eindringlinge nicht stoppen. Eindringlinge. Ich bin so konzentriert. Mist, heute war ich einfach nicht in Form. Genau deswegen hast du verloren. Was ist das denn jetzt? Tata, hehe, na überrascht. Naja. Pupanzer und Rasslar. Das könnte ich vielleicht so mit einmal hinkriegen. Bis auf Rasslar. Also Pupanzer sind glaube ich auch Typ. Psycho, wenn ich da richtig liege. Ja, okay, Sternschau geht auf beide. Was hast du schon mal besiegt? Die hat aber noch ein Curlier. Bis auf Curlier und sie strahlt auf Pupanzer.
reicht nicht ganz. Bis auf Pupanzer und Konfession auf Curlia. Ich glaube, ein Sternschau hätte vielleicht sogar gereicht. Also, mit einmal. Naja, nee. Stimmt, Sternschau hat er ja vorhin fast gar nichts abgezogen. Verloren, das überrascht mich. Das Jüngelchen ist stark, erstaunlich stark sogar. Ich stand ja zuerst hier, warum stehe ich jetzt da? Egal, weiter. Sehr entspannte Musik. Ah, Cosma, Sofas ist in Schwierigkeiten, was sollen wir nur tun? Natürlich, Sofas ist ein legendärer Trainer, aber Kämpfe in dem Alter, das ist doch Wahnsinn. Sofas, achso, du, wer bist du, was hast du hier zu suchen? Tut mir schrecklich leid, aber was kann ich dir nicht sagen. Und auch wenn du ein alter Mann bist, Störenfried, kann ich dir leider nicht dulden. Störenfried, du bist ja doch wohl der Störenfried. Ich bin hier, um Kerle wie dich zu vertreiben. Kohohohoho, und der Maler sollte man sich nicht über einen streng groß verlaschen. Was? Mach dich nicht über mich lustig. Früher kannte man mich als den stärksten Trainer weit und breit. Und nicht nur das, ich habe immer noch ein starkes Pokémon. Das erste Pokémon, das ich bekommen habe und mit dem ich seit damals ununterbrochen zusammen. Los, Pikachu, endlich wieder mal einen Kampf zeigen wir es. Bin ich jetzt der Typ oder wie? Ja, ich bin der Typ. Ist das vielleicht Ash? Man weiß es nicht. Verliert er. Oh Mann. Der ist ja mal übertrieben schlecht. Höhö, ich hab's doch gleich gesagt. Alte Leute sollten es nicht übertreiben. Großvater Pikachu. Pika. Wie konntest du sagen? Das wirst du büßen. Iokapa. Komischer Name. Rapakoi. Okay. Oh, so sieht es also aus, als kämen jetzt die eigentlichen Gegner. Gut so, ich greife an. Ja, vielleicht besser so. Okay, hier werde ich. Ha, muss ich mir das jetzt fangen? Capoeira ist schon gut, oder? Na, ich probier's. Oh. Zack, ist er noch besiegen? Dann muss ich Superball nutzen. Ich hoffe mal, es wird was. 1, 2, 3. Oh, nice. Also, ich werde mir die Pokémon fangen, die ich cool finde. Oder so. Bis. Na, bis sinnlos. Ach, ich bis auf Perlu und Gold. Psychstrahl auf Kleinstein. Anscheinend keine schlechte Idee. Oh nein. Mach ich mal Geheimpower. Ach, greift sowieso nicht an. Naja, dann geht's so. Ich hätte besser den Mund gehalten. Ja, das stimmt. Ich sollte Celebi fangen und das Sanctuarium zerstören, aber da kann man wohl nichts machen. Jetzt muss ich mich wohl rasch zum Duellwerk aufmachen und Trakim die ganze Sache berichten. Ja, viel Spaß. Großvater, wie geht es dir? Mir geht es gut, viel mehr Sorgen mache ich mir um mein Pikachu. Pika. Und du, alles in Ordnung? Ja, wirklich, du hast großartig gekämpft. Kann man sehen, wie man will. Du hättest gewonnen, wenn der Gegner normale Pokémon eingesetzt hätte. Hätte, Fahrradkette. Das war also ein Krypto-Pokémon. Hä? Ich habe auch keine Krypto-Pokémon eingesetzt. Cosma und Nick, richtig? Danke, dass ihr mir geholfen habt. Gehen wir nun nach Hause. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, so einen Unsinn machst du mir nicht noch einmal. Mir leid, Liebling, aber diese Sache konnte ich den Kerl unmöglich durchgehen lassen.
Die Kerle haben doch geredet, dass sie Celebi fangen und das Sanktuarium zerstören würden, nicht? Aber warum nur? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Celebi und den Krypto-Pokémon? Aber Großvater, eigentlich... Okay, eigentlich sind wir hier gekommen, weil wir dachten, du weißt vielleicht etwas. Tut mir leid, Mann. Aber Moment mal, Yola. Ach, das ist anscheinend die Oma. Wir haben doch noch die Steintafel, auf der etwas über das Sanktuarium geschrieben steht, oder? Nein. Natürlich haben wir die noch sowas, aber wo haben wir sie nur hingeräumt? Ich glaube, sie ist irgendwo im Obergeschoss, aber es könnte eine Weile dauern, bis ich die finde. Während sie sucht, könntet ihr versuchen, weiter Informationen über Celebi zu sammeln. Nehmt den Itemshop oben am Hügel, wo dann eben Alligator Trainer mit dem Namen Krampa. Krampa weiß so ziemlich alles, was über Celebi zu wissen gibt, wenn es sich nur daran erinnert. Pika, Pika! Okay, endlich kann ich hier raus. Also hier oben. Ja, wahrscheinlich hier. Also ist der Typ da oben? Ne. Das müsste hier sein. Ist das Krampa? Nein, das ist der Namenbewerter. Krampa will ich noch finden. Oh Mann, der hat irgendwas von einem Hügel gesagt. Ah ja. Geh mal weg jetzt. Hallo. Ist es der Typ? Nein, es ist nicht. Och man, ich sollte mir das mal durchlesen, was sie sagen. Wo ist der Typ jetzt? Neben dem Itemshop. Ach, neben dem Itemshop. Neben dem Itemshop. Das ist ja nicht der Itemshop, das ist das Pokémon Center. Ja, vielleicht ist das Krampa. Nein. Wo ist denn der Itemshop? Ach, das da oben ist der Itemshop. Ah, das ist der Itemshop und das andere ist das Pokémon Center. Ah. Kein Problem, alles unter Kontrolle. So etwas Wichtiges vergisst man schließlich nicht. Also zunächst sollte ich wohl ein wenig vom Sanktuarium im Heiligen Wald erzählen. Der Überlieferung zufolge wohnt dem Sanktuarium eine uralte Macht inne. Celebis Macht der Zeitreise. Und diese Macht, so heißt es, erweckt die schönsten und glücklichsten Erinnerungen der Pokémon. Ob diese Kraft auch mir Erinnerungen an meine Jugend zurückbringen kann? Das wäre... Ja, muss ich wahrscheinlich. Um Celebi zu treffen, braucht man ein Instrument, die Zeitflöte. Ihr braucht nur die Zeitflöte, um Celebi im Heiligen Wald zu rufen. Und Celebi ist in der Lage, die Dunkelheit aus dem Herzen eines Pokémon zu vertreiben. Habe ich die Zeitflöte? Das ist schon mal nicht das, wo man die Items findet. Nein. So, du Typ. Aha. Ja, Folge ist vorbei. Tschüss.